Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Diablo. Der zweiten Folge für heute. Vorher kam Blacks Fazit und später kommen noch Dinosaurs, Brass, Dark Survivors und der Herr der Ringe Online. Ich hoffe, dass es jetzt sofort klappt. Beim letzten Mal haben wir wie der Part schon hieß die ersten Schwierigkeiten bekommen. Wir sind in Ebene 2 vorgedrungen und wir haben auch... Ach, das ist jetzt schon von Anfang an nicht startet. Wir sind in Ebene 2 vorgedrungen und wir haben auch ein paar besondere Monster besiegt und erste Level-Ups und erste Zauber verteilt bzw. gelernt. Das war sehr gut. Aber was nicht so gut war, war, dass wir ziemlich viele Heiltränke gebraucht haben. Im Moment haben wir keine und sind auch nicht gut mit dem Leben beieinander. Deswegen haben wir auch beim letzten Mal ein paar Mal gezaubert, ein paar Feuerbände dann benutzt. Und wieso startet das Spiel schon wieder nicht? Wirklich, ich... keine Ahnung. Es nervt. Es nervt einfach. Ich will nur das Spiel starten. Mehr will ich nicht. Es ist doch hier auf dem Zweier. Ja, weil sonst macht's gar nicht. Deswegen. Das ist halt leider immer ein Glücksspiel hier mit Diablo, weil das Spiel so alt ist. Deswegen muss man leider Diablos Lachen wohl sehr oft hören. So, jetzt startet es zumindest. Ich hoffe, es startet jetzt auch gleich in den Player. Und... ja, startet. Sehr schön. Dann machen wir gleich auf Load Game. Und als erstes möchte ich auf einen Kommentar eingehen, was bei den gestrigen Parts war. Und zwar, dass die Karte doch ein wenig stört. Das bedeutet, bei der heutigen Folge werde ich versuchen, möglichst ohne Karte zu spielen. Man kann sie mit Plus und Minus scheinbar zoomen. Aber Plus ist halt bei mir eigentlich für die Aufnahme die Taste, die wäre also unpraktisch. Ich versuche es halt möglichst ohne Karte zu spielen. Was mir auch aufgefallen ist, wir haben gar keine Rüstung mehr. Ich glaube, unsere Rüstung wurde zerstört. Das ist natürlich sehr, sehr schlecht. Und deswegen nehmen wir so viel Schaden. Ich glaube, als erstes werde ich jetzt zurückgehen zum Stadtportal, weil wir haben hier ein... wie viel Geld haben wir? 228. Wir brauchen halt unbedingt mehr Geld. Das Problem ist unser Leben. Okay, da vorne ist eine Tür, ich will nur kurz gucken. Wir können auch hier mit den Pfeiltasten durchscrollen. Da hinten ist eine Tür. Ich würde mich erstmal in dem Raum weiter umsehen wollen. Da ist eine Truhe. Ich hoffe ja jetzt gerade sehr auf Heiltränke und Gold, weil wir brauchen beides sehr dringend. Aber die zweite Axt gefällt mir immer noch gut. Oh, scheiße. Hier ist schon wieder ein besonderes Bossmonster. Von den Skeletten diesmal. Diesmal kein Zombie. Mit seiner Gang natürlich. Da ist eines tot, aber wir haben halt nur sehr wenig Leben. Wir müssen im Moment echt aufpassen. Wir haben auch keine Mana-Tränke mehr, die wir beim letzten Part verwendet. Ja, komm, ich will die ein bisschen locken gerade. Wir könnten gleich sterben. Nein, lauf, 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 lauf. Das ist ja gerade richtig spannend hier. Ja, wir müssen fliehen. Es hilft nichts. Die bleiben mal als Gruppe zusammen, oder? Willst du mich rollen? Jetzt komm doch mal alleine her. Lauf, einer ist tot. Na, traut euch. Lauf, ein weiteres tot. Lauf, lauf, lauf. Ja, mein Pass wäre bisher schon getötet. Ich laufe mal nach vorne und hole mir das Gold. Ja, mit so wenig Heilung und mit so wenig Leben ist es wirklich... nein, da ist noch ein Gegner, ein Paint, glaube ich. Ja. Wo ist denn jetzt das Gold? Paints töten? Die sind ja nicht so stark. Ich meine, das Gute ist bei der Axt, wir killen die meisten Viecher irgendwo hier oben, mit einem Schlag. Da ist das Gold, okay.
Hier ist nochmal Gold. So, wie viel Gold haben wir jetzt? 267. Wo ist denn die Skelett-Gang jetzt? Bisher sind wir ja nicht gestorben. Ich speichere mal. Nur für den Fall, ihr wisst es ja. Da sind ist die Skelett-Gang eine getötet. Das hat leider wieder ein besonderes Skelett dabei. Wie heißt er denn? Können wir gerade nicht gucken. Jetzt haben wir ihn einmal verwundet, diesen besonderen. Ich meine, wir töten die Skelette gerade sehr gut. Aber das Bossmonster könnte halt gefährlich werden. Na, wer traut sich? Ein Heiltrank, cool. So, jetzt sind alle tot bis auf das Bossmonster. Heiltrank nehmen, schnell. Nein! Ich will jetzt nicht sterben. Laden, speichern. Wie heißt er denn? Both Stripper. No Resistance, some Magic Immunities. Der Bone Ripper, glaube ich. Wo ist der Heiltrank? Da. Sofort einschmeißen. Puh. Nochmal speichern. Stirb. So sehr schön. Er ist tot. Eine kleine Axt haben wir. Er hat uns leider ein paar Mal verwunden können. Also nochmal speichern. Ja, ich speichere jetzt hier, glaube ich, alle 2 Meter. Aber wir haben die Gruppe überlebt. Gute Sache. Sarkophag. Hier ist auch noch ein Sarkophag. Mit mehr Gold. Das ist echt spannend mit so wenig Leben. Mit so wenig Leben, man stirbt halt jeden Scheiß. Getötet, getötet. Da ist auch noch ein Zombie. Aber noch ein Fiend und hier haben wir eine Mana Potion. Über Mana bin ich ja auch schon glücklich, weil es ist zwar überleben wäre ich zwar glücklicher, aber nun können wir zaubern. Ja, ich gehe leider auch trotzdem auf die Karte. Also hier ist ein Raum, da vorne ist ein Raum. Wie schaut sonst hier aus auf der Karte? Wir wissen auch schon, wo es in eben 3 runter geht. Da hinten ist auch noch ein Raum. Ich glaube, jetzt müssen wir in Räume rein. Okay, dann gehe ich mal denn hier unten. Hier ist nämlich auf jeden Fall ein Bücherregal. Aber davor speichern. Lieblingsaufgabe. Den Zombie hätte ich jetzt fast übersehen. Gegner hier drin? Ja. Oder? Nein, Library Book. Keine Gegner hier drin, okay. Doch, ein Zombie. Immun gegen Magie übrigens. So, Bücherregal. Wir kriegen hier ein Buch. Das Buch des Heiligen Blitzes. Und ein Library Book. Mit einer weiteren Schrift voll Stadtportals. Coole Sache. Gehen wir aber hier raus. So, braucht 20 Magie. Das Book of Holy Bolt. Ich glaube, das heißt Heiliger Blitz. Wir haben 25 Magie, kein Problem. Lesen wir, wir haben jetzt auch wieder volles Mana. Wir haben mal die Spells gucken. Der Heilige Blitz macht 13 bis 22 Schaden und ist auch ein Level 1 Spell. Kostet 1 Mana mehr. 7, ich werde ihn aber trotzdem mal reinnehmen. Ich glaube, der ist besonders stark gegen Untote, meine ich. Auf jeden Fall war er in Diablo, das in Diablo 2. Das war ein schöner Raum. Da ist noch ein Zombie drin. Okay, wie viel Geld haben wir im Moment? Knapp 300. Ja, die Gegner bleiben hier übrigens liegen, dem das noch nicht aufgefallen ist. Das ist eine ziemlich coole Sache. Dadurch kann man richtig schön sehen, wo man gemetzelt hat. Hier ist halt leider ein großer Raum. Ich würde mir noch mal davor einen kleinen Raum anschauen wollen. Da unten könnten wir noch lang gehen. Oder ne, da hinten, der ist aber auch groß. Ja, ich gehe jetzt doch hier oben. Oh, scheiße, ein Plagg,
Okay, sehr schön. Er ist sofort gestorben. Safe. Noch ein Black Eater, der uns aber gerade fast getötet. 19 Goldstücke. Und jetzt werde ich mich zurückporten. Nein, Zombie, du killst mich nicht. Kannst du knicken. Weil der ist jetzt wirklich fast getötet. So. Soundportal. Sprechen und durchgehen. Ja, weil wir müssen uns jetzt heilen. Wir müssen uns jetzt heilen beim Heiler, beim Pepin. Das geht so nicht. Wir haben nämlich quasi kein Leben mehr. Wie viel Leben haben wir noch? Kann man das hier irgendwo sehen? Ja, hier. 2 Lebenspunkte. Das geht nicht. Mit 2 Lebenspunkten brauchen wir nicht weitergehen. Aber wir haben jetzt für wenig Leben erstaunlich gut gekämpft. Wir haben so, also, dass wir die eine Gruppe getötet haben, macht mich schon cool. What ails you, my friend? Ja, wir brauchen Heilung. Das aid mich. Den Stab können wir verkaufen auf jeden Fall und die beiden Sachen müssen wir identifizieren. Und ja, wegen der Keule und so gab es bisher keine Kommentare. Jetzt tun wir erstmal die anderen beiden identifizieren. Stay a while and listen. Damit haben wir noch 117 Gold. Jetzt schauen wir erstmal, wie stark die sind. Die Waffen. Also der Stab dürfte sehr schwach sein. Ja, der ist sogar schwach. Ich meine, mit dem Stab können wir uns heilen. Das ist ein Step of Healing. Mit dem könnten wir uns heilen. Aber der ist total schwach. Der macht kaum Schaden. Dann das Schwert. 3 bis 7. Was hat das denn als Effekt? Plus 20% Lichtradius. Finde ich jetzt auch nicht. Damit kann man ein bisschen weiter sehen, aber das ist jetzt auch nicht so episch. Übrigens, die eine Waffe, die wir gesehen haben im ersten Part beim Kaufen, war nicht für mehr, war für irgendwie Erholung und ist ziemlich wichtig anscheinend. Ja, und die Axt hier macht plus 20% Schaden und plus 20 Lichtradius. Das klingt sehr schön. 3 bis 13, die ist auch stärker. Coole Sache. Dann nehmen wir hier jetzt die Jagged Axe of Light. Ich werde jetzt die anderen Sachen auch alle verkaufen, weil wir brauchen das Geld dringend und es gab keine Kommentare. Ich habe noch einen anderen Übersetzungsfehler gemacht, aber dazu komme ich dann später. Erstmal reden wir jetzt hier mit allen. Ihr müsst ja gucken wegen Neuigkeiten. Okay, er hat nichts. Ein Town Portal haben wir noch. Wir brauchen halt echt ganz dringend Tränke, das ist eigentlich unser Hauptproblem. Und das andere Hauptproblem ist halt, dass wir keine Rüstung haben. Vielleicht habe ich mich da geirrt mit dem keinen Designveränderung bei Rüstungen. Weil es mir im letzten Part nicht aufgefallen, erst beim Anfang ist mir aufgefallen, dass wir gar keine Rüstung mehr haben. Ja, das lag an der Haltbarkeit wahrscheinlich. Wenn die Haltbarkeit auf Null ist, dann sind die Sachen automatisch zerstört. Okay, du hast auch nichts. Wir könnten hier den Staff rechargen. Aber da haben wir nichts. Sell Items. Den Staff of Healing. Ich verkaufe jetzt hier einfach alles. Die Scroll braucht man. Die Inferno Scrolls auch. Die Potion auch. Aber mehr braucht sie gar nicht. Okay. Dann beim Grisbowl tun wir noch die 4 Waffen verkaufen. Mana-Tränke kaufe ich jetzt mal nicht. Die müssen wir in den Heiligen Blitz nochmal reintun. Hier kann man auch zum Beispiel die Sword Town Portal oder so reinsetzen. Ich will aber den Holy Bowl. Weil, wie gesagt, es gab keine Kommentare und die jetzige Axt ist auf jeden Fall ziemlich gut. Plus zu Schaden und plus zu Lichtradius kann nicht schaden. Das Volt. Wow, what can I do for you? Einmal Stellen. Einmal die Small Axe. Dann die Mace of Illness und die Mace of das Sword of Light und die White Cup of Might. White Cup. So, dann gucken wir wegen Return. Jetzt haben wir über 1000 Volt nämlich. Die Staggered Axe Return wir, aber wir haben dann immer noch über 1000 Volt. Das ist sehr schön. Jetzt haben wir wieder ein bisschen Gold. Er hat jetzt auch nichts Besonderes. Greetings, good master. Welcome to the Tavern of the Rising Sun. Er hat auch nichts. Eine Viertelstunde haben wir noch.
What ails you, my friend? Ja, ich kaufe... Nein, den wollte ich gar nicht. Ich wollte Wein. Wir haben jetzt wieder ein bisschen Geld. 1000. Das heißt, ich kaufe mir jetzt ein paar Potions. Auf jeden Fall mal 2. Das waren dann 300. Machen wir gleich 4 draus. Dann haben wir noch knapp 500 Gold. Was ist denn das für ein Mana-Trank? Eine normale Potion. Ja, bei den 4 bleibe ich mal. Dann werde ich mal sparen. Good day. How may I serve? Jillian hat auch nichts. Und ja, jetzt gehe ich kurz auf den anderen Übersetzungsfehler ein, den ich gemacht habe. Und zwar war der beim Word. Da habe ich nämlich falsch übersetzt von dem Namen her. Er ist natürlich nicht schweinebeinig, wie ich damals vorgelesen habe, sondern er ist holzbeinig, weil er ja einbeinig ist. Pig-legged boy. Ich habe Pig gelesen und Pig wäre Schwein, aber... Psst, over here. Das war natürlich ein Fehler. Okay. Dann, das Schöne ist, wir haben jetzt wieder Tränke. Das Schöne ist, wir haben eine neue Axt. Und jetzt schauen wir mal weiter dann. Wir haben jetzt auch 500 Gold, ein bisschen Geld und Town Portal. Ich hätte halt nur gerne Rüstung. Dass wir die Rüstung verloren haben, finde ich ziemlich blöd. Kann man leider jetzt nichts machen, weil ich würde gern ein bisschen Geld sparen. Aber jetzt werden die Monster es nicht mehr so leicht mit uns haben, weil jetzt müssen wir nicht mehr vor allem mit ihnen fliegen. So, rein hier. Da ist der Zombie. Nein, das war der Zombie. Beide One-Hits. Jetzt laufe ich hier amok. Ein Cover. Ja, da gab es jetzt keinen One-Hit. Ja, ich gucke trotzdem sehr oft auf die Karte. Ich weiß. Gerne in die Kommentare, ob es jetzt immer noch stört, wenn ich es nicht dauerhaft offen habe. Jetzt haben wir Gold. Weil ich gucke halt trotzdem oft rein. Da haben wir noch Monster. Und ein Leveler. Sehr schön. Ja, gar nicht mehr so leicht, wenn ich fast kein Leben, wenn ich voll Leben habe, ne? Da ist ein Cape. Das ist auch sehr schön. Weil dann haben wir jetzt wieder eine Rüstung. Gleich anlegen. Ist leider beschädigt. So, dann schauen wir hier mal kurz weiter. Da unten ist eine Tür. Aber wir gucken uns erst den Raum fertig an. Hier ist eine Truhe. Mit einem Mana-Trank und Gold. Ja, wie gesagt, zu viel Gold können wir in diesem Spiel nie haben. Hier war nichts. Wie viel blutende Leichen hier. Und hier ist auch nichts mehr. Okay. Dann gehen wir als nächstes in die Tür. Halt. Da lag noch was rum. Potion of Healing. Her damit. Dann gucken wir mal jetzt nochmal. Also hier haben wir jetzt oben alles geguckt. Jetzt könnten wir nur noch entweder rechts unten oder halt jetzt die jetzt gerade links. Jo. Okay, dann gehen wir da noch rein. Wir haben ja noch Zeit, ne? Jo, wir haben noch Zeit. Knapp 10 Minuten. Oh, ein Bogenschütze. Zombies. Fiends. Aber irgendwo war gerade ein Bogenschütze. Da ist auch jemand rausgelaufen gerade. Einmal Gold. Wie stark beschädigt bist du denn? 4 von 12 noch. Ich glaube, jetzt probiere ich mal den Item Repair. Genau, jetzt haben wir es repaired, aber jetzt hat es halt nur noch 10 von 10. Das war der Item Repair Skill, der besondere Skill des Kriegers. Er hat halt jetzt 2 Haltbarkeit weniger. Aber ich wollte trotzdem mal außen mal zeigen. Ich glaube, bei den besonderen Fähigkeiten, also wie dem Item Repair Skill, ist es glaube ich so, dass besser werden, je weiter wir ein Level ab. Bei der anderen ist, wie gesagt, so wie oft wir das lesen. Okay,
Okay, hier ist nichts und hier geht's nur in den Raum, wo ja man schon mal so sieht. Skeleton. Harbor. Und Fiend. Gold. Aber irgendwo war ja noch ein Bogenschütze. Wo kommt denn der Bogenschütze her? Hier sehen wir ganz viele verrottende Kadaver, wo wir auch rein können. Eine Bogenschütze könnte man halt hier, also mit einer Jägerin könnte man halt hier durchschießen. Da würden sie einem gar nicht nahe kommen. Er hat einen Morgenstern. Au, 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 au. Einmal heilen. Ja, so Schubskreise sind natürlich immer doof. Mana-Trank, Full-Mana sogar. Goldstücke. Aber wenn die einzeln kommen, sind die nicht sehr gefährlich. Hier ist auch eine Leiche. Hier, Decimated Body, ein toter Körper. Also ein, ich glaube, geschindeter Körper. So, noch was hier. Nö, außer der Weg weiter. Ziemlich verwinkelt die Ebene 2. Weitere böse Leichname. Aber auch hier drin befindet sich nichts. Okay, dann müssen wir jetzt nach unten. Und, ja, ist auf jeden Fall schön, dass wir ein Level-Up haben. Ist auf jeden Fall auch schön, dass wir nicht gestorben sind. So, müssen wir denn die Maze... Ne, den Morgenstern müssen wir nicht identifizieren. Wie viel Schaden macht der? 2 bis 11. Nö, da ist unser jetziges in beiden besser. Wir haben jetzt auch wieder 712 Gold. Ja, was tun wir denn diesmal erhöhen? Das ist halt jetzt die Frage. Bei Magie müssen wir derzeit nicht erhöhen. Ich glaube aber, ich warte erstmal mit dem Erhöhen. Ich mache jetzt nochmal kurz die Karte, um mich zu orientieren. Weil wir müssen jetzt nach unten. Mir gefällt unsere neue Axt, die ist sehr schön. Die macht mit den Büchern einen relativ kurzen Prozess. So, ich will jetzt das erste nach links unten. Ist hier Ebene 2? Ja, hier ist Ebene 3, da kamen wir her. Ich will jetzt erst nach hier hin, weil der Raum scheint nicht so groß zu sein. Und dann am Ende gucken wir uns noch hier um. Ansonsten haben wir jetzt alles. Vielleicht sehen wir dann beim nächsten Mal Ebene 3. Das wird bei diesem Mal jetzt noch nicht passieren, denke ich. Haben wir noch Zeit? Jo, 7 Minuten. Tür ist blockiert, okay. Lässt sich aber öffnen. Ist hier denn irgendwas Cooles drin oder waren wir hier schon? Hier liegen auf jeden Fall Tote rum. Ich glaube, hier waren wir schon. Ja, gut, wenn wir hier schon waren, dann sehen wir gleich wieder. Dann haben wir jetzt Ebene 2 relativ weit erkundet. Das ist ja sehr schön. Halt, da lag was. Irgendwo hier war was. Ein Fall hier. Und ein kurzer Bogen. Ja, wie gesagt, manchmal kann es sein, dass wir Sachen durch die Lappen gehen. Der kurze Bogen, den können wir gleich vergleichen. Der ist aber wahrscheinlich schlechter, ja. Das ist 4. Das Feichern müssen wir identifizieren. Am wichtigsten wäre für uns natürlich Stärke und Leben. Weil ich glaube, Geschick brauchen wir nur für Bögen. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich hätte halt gern wie immer gleich die Skills. Wenn da jemand was weiß, gerne in die Comments. Die Ruhe. Ja, hier waren wir noch nicht. Wenn sie noch auf den Thron gefallen, hier noch nicht. Hier kämen wir hoch in Ebene 1, aber das müssen wir nicht mehr. Ich gehe jetzt erstmal nach oben. Na, böse Monster. Halt. Da war auch gerade irgendwas. 5 Minuten haben wir noch. Wo war hier was? Ich habe gerade ganz deutlich was gesehen.
keine Ahnung. Hoffentlich finden wir es wieder. Ach, es könnte auch hier draußen gewesen sein. Wahrscheinlich war es hier draußen. Eine Full Mana Potion. Wir werden gerade richtig mit Tränken überschüttet. Und hier nochmal Gold. Nehmen wir auch gerne an. Und dann gehen wir hier weiter. Zur Quelle sind wir noch nicht gekommen. So, böse Monster, eine Axt und Gold. Und hier unten ist übrigens ein Schrein. Bei den Schreinen... Oh, die Axt sieht sehr schön aus. Ist die stärker? 5 bis 13, yes! Hat halt leider die Effekte nicht. Aber sie macht... der mehr Schaden ist dann schon egal. Ja, komm, 5 bis 13. Haben wir jetzt wieder eine neue Axt hier. Oh, schönes Hackebeil mit den Schreinen. Es gibt Schreine, die machen gute Effekte und böse Effekte, wie bei Diablo 2. Bei denen bin ich immer vorsichtig, weil es gibt auch einen Schrein, der die ganze Karte aufdeckt. Das klingt zwar für den Anfang cool, das Problem ist mit dem, dann weiß man nicht mehr, wo man war. Und das ist irgendwie kacke. Deswegen, wir gehen hier mal trotzdem rein. Töten hier erstmal die Zombies. Und nehmen das Gold. Ein Enchanted Shrine. Ich glaube, ich werde bis zum nächsten Part mal gucken, was der bringt. Oder mal gucken, was alle Schreine bringen. Eventuell stelle ich da auch mal eine Liste in die Videobeschreibung. Weil, wie gesagt, nicht alle Schreine bringen Gutes. Und ihr könnt auch gerne mal eure Meinung sagen. Gut, ich tue mal die normalen Potions raus. So, Healing will ich vorne haben. Hier ist noch eine Full Mana, hier ist noch eine Full Mana. Dann lasse ich das mal so, weil 3. Obwohl, die tue ich noch rein. Dann lassen wir es so. Weil ich glaube, die 3 Mana-Tränke können wir uns aufheben. Gut, und bis zum nächsten Mal könnt ihr auch überlegen, was wir skillen, obwohl ich skill jetzt. Ich skill, wie gesagt, gleichmäßig. Sofern wir nicht irgendwas, irgendwelche besonderen Voraussetzungen brauchen, skill ich gleichmäßig. Das heißt, ich gehe jetzt 5 in Geschicklichkeit. Gut, dann hören wir jetzt auf. Ja, 2 Minuten noch. Aber wir hören jetzt trotzdem schon mal auf. Ich speichere nochmal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Beim nächsten Mal werden wir eventuell diesen Schrein hier benutzen. Da werde ich gucken, was der bringt. Und werden Ebene 2, denke ich, fertig erkunden. So viel scheint es hier nicht mehr zu geben. Nur noch hier den unteren Bereich. Und dann können wir in Ebene 3 gehen. Wenn wir das dann fertig haben, aber da schauen wir erstmal. Und ja, ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr bei den späteren Folgen dann wieder dabei seid, wo wir hoffentlich auch ein paar Sachen dann erledigen in den jeweiligen Spielen. Bis dahin, Freunde, gehabt euch wohl.